liebe Comic-Freunde! Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, dann drückt den Abo-Button. So sieht's aus. Und die Glocke nicht vergessen. Ja, und jetzt würde ich sagen, geht's los. Hallo. So habe ich mich heute früh gefühlt. Was? Wie Superman als Zombie? Naja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review hier auf dem Nerd-Zombie-Kanal. Genau. Wir haben nämlich zombie-mäßig so, ja, ich gebe dir jetzt noch nicht. Ich weiß, er grapscht schon die ganze Zeit. Ich muss bloß kurz vorlesen, dass wir das nicht vorbereitet haben, dieses tolle Ding. Also ich habe es nicht vorbereitet, weil ich es einfach vergessen hatte. Weil es Michael noch daheim hatte und ich nicht mehr wusste, dass du es überhaupt hast. Ja. Der Zombie-Virus. Genau, DC Horror Zombie-Virus, Taylor Harshine Gaudiano. DC Black Label war das. Sehr beeindruckender und sympathischer Name, Gaudiano. Ja, dafür hat er eigentlich gar keine Gaudi-Stimmung hier verbreitet in dem Ding. Ne? Wir haben hier Decased 1 bis 6, Decased A Good Day to Die 1. Ja, volle Punktzahl bringt den Horror auf grandiose Weise ins DC-Universe. Halt mal das. Aus dem Hause Panini für 24 Euro. War das ein, und eines war ein 13-Exemplar. Genau. Vielen Dank dafür. Danke. Siehste, das ist, wenn man nicht vorbereitet ist, vergisst man schon die Hälfte. So bin ich vorbereitet, gar nicht. In meiner Blitzbirne. Tja. DC, der Zombie-Virus. Zombie-Virus. Ich fand's mal interessant. Also ich wusste schon von vornherein, dass ich mich hier auf die stumpfe Popcorn-Unterhaltung des Genres superheldenmäßig einlasse, also noch mehr als sonst. Und habe deswegen auch nicht viel erwartet und wurde eigentlich nicht enttäuscht, sag ich mal. Witzig, das, das war in unserer WhatsApp-Unterhaltung, klang das irgendwie so ein bisschen enthusiastischer, wie du dich geäußert hast dazu. Das hat irgendwie so gewirkt. Ja, oder siehst du mal, was du in meine Schrift interpretierst halt. Ja, weil du hast es ja gleich, für ihn war es wieder eine Majestätsbeleidigung, dass er seine Zeit damit vergolden musste. Vergolden und vergolden. Also seine Zeit wurde dadurch vergoldet. Wurde sie vergoldet? Nee, ne? Nee. Ja, wir haben... Michael, was haben wir? Also die Idee fandest du doch gut, oder? Genau. Die Grundidee dieses... Wenn wir gerade schon dabei sind. Ich habe ja meine Notizen nochmal kurz rausgezogen. Möchte ich dir jetzt auch einfach gleich mal vor so durchgehen. Tragen, ja. Und zwar von der Story sind wir da. Haben wir einen... ich weiß schon gar nicht mehr, was es ist, aus einem anderen Universum irgendwie. War das nicht der Typ? Ne, das ist ja hier dieser Darkseid, Darkseide. Darkseid, ja. Ich kann nicht mal den Namen aussprechen. Das ist ja dieser Darkseid. Das ist ja den, den wir aus Mr. Miracle kennen, dieser gottartige Gott, ja, des Universums. Das ist aber irgendwas anderes, weil da nämlich auch der Zeichenstil abweicht. Also das ist irgendwie eine andere Sphäre, Welt, ja, irgendwas. Ist wahrscheinlich ein anderes Universum oder so, whatever. Und der hat ja auf seinem Heimatplaneten irgendwo so diese Anti-Lebensformel, die er dem Cyborg hier eintrichtert. Genau. Und dadurch erschafft er im Endeffekt einen Virus, der sich digital verbreitet, aber biologisch auswirkt. Genau. Und diese Idee fand ich richtig geil. Weil die einfach so richtig schön auch Gesellschaftskritik mitschwingen lässt, weil halt alle nur noch da hocken und da reinklotzen und ich Depp natürlich auch meine Notizen auf dem Handy habe, ne? Und jetzt werden wir hier aufnehmen, ins Handy reinschauen. Aber ist egal. Genau darum geht's nämlich. Und ja. Dieser Virus wird nämlich durch die Bilder, die man anschaut, übertragen. Richtig. Und frisst sich dann quasi ins Hirn ein und macht die Menschen zu Zombies. Genau. Sieht dann ungefähr so aus. Was ja im Endeffekt auch zutrifft, weil ich meine, es gibt nicht umsonst irgendwelche Städte, die Zombiespuren haben, wo die Leute mit dem Handy dann laufen können. Ist krass, oder? Wie Fahrradwege. Ja, ist krass. Was ich dann schade fand, ja, weil das Ganze dann relativ zügig ein Ende nimmt. Also es ist immer so dieses... Es ist jemand Neues befallen, die Superhelden gehen gemeinsam dagegen vor und versuchen das einzudämmen irgendwie. Ja, aber das Coole, was ich erfand, ist auch, dass die Superhelden davor nicht gefeit sind. Richtig. Ne? Und dann ist immer wieder ein Neuer von denen betroffen, dann wenden sie sich alle gegen den Neuen, machen den kalt. Er macht sie kalt. Oder so. Versuchen wieder gegen den Virus vorzugehen, der Nächste wird kalt und rinse, repeat. Ja, es bleibt einfach dieses Schema. Ja. Und am Ende ist es auf einmal quasi so... Alles ist wieder in Ordnung. Ja, gut. Was halt ein bisschen aufgearbeitet ist, ist so, also die Gefahr
Was wäre, wenn ein Superheld halt durch sowas befallen wird und dann natürlich nicht mehr kontrollierbar ist, wie zum Beispiel Superman? Das ist die größte Gefahr in dem ganzen Comic, durchgehend. Richtig, Superman ist bis zum Ende der Held von allen und der Retter. Darf nicht befallen werden, weil wenn der befallen ist, dann ist wirklich, ich meine, es ist eh schon alles kaputt, aber dann ist wirklich alles kaputt. Also man setzt, das setzt man nur mal drauf halt, ne? Ja. Was ich dann halt schade fand, ist, ja, bitte. Genau, weil ich da nämlich geschrieben habe, warum geht man da nicht mehr darauf ein, wie sich das auf die Welt auswirkt, wie es danach weitergeht. Ja, genau, das habe ich nicht so ganz verstanden, was das wie? Punkt von dir war, weil ja dadurch ja abgeschlossen wird, dass die tatsächlich auf einem Raumschiff fliehen und dann weg sind von dieser Welt. Ich meine, was soll sich da noch auswirken? Ja, aber wie geht's auf der Welt weiter? Was passiert mit den Menschen, die übrig bleiben? Wie wandelt sich das? Ich dachte, da bleibt keiner übrig. Das hätte man jetzt richtig schön weiterspinnen können. Wie ändert sich das Technologieverständnis der Menschen? Ja, aber da ist ja kein Platz mehr in dem Comic halt. Wie lange soll der Comic werden? Ja, aber man hätte auch einfach 100 Seiten weniger Geschnetzel machen können. Mhm. Und dann vielleicht vielleicht so kurzgeschichtenmäßig mittendrin schon einsteigen, so ungefähr, dass du sagst. Ja, so Zeitsprünge meinst du? Nee, wir fangen hier an diesem Punkt, was auch immer das jetzt gerade ist. Die ganzen Superhelden sind tot, es leben nur noch ganz wenige. Mhm. Dann 20 Seiten das Ganze erklären, keine Ahnung, und dann eben weiterentwickeln. Wie geht das Ganze weiter? Also ich hätte mir jetzt so einen Zeitsprung erklären können, dass man gleich am Anfang danach zeigt, so mit das ist passiert, irgendeiner fängt an, diese Story zu erzählen, was passiert ist. Ja. Irgend so ein Superheld, keine Ahnung. Und dass man dann die Zeitsprünge zurückmacht halt, ne? Ja. Oder auch, was passiert mit Städten, wo halt quasi viele aufeinander sind, wo viel Technologie ist. Hm. Allein in New York, wo riesige, oder in Tokio, wo riesige Bildschirme hängen einfach, die einfach massig Leute infizieren, einfach nur, weil sie da sind. Wie ändern sich die Städte? Wie ändert sich die Menschheit? Das hätte ich halt cool gefunden. Ja. Und was mich auch ganz arg gestört hat, war, am Ende kommt die Green Lantern, der Green Lantern e.V. vorbei. Green Lantern Corps. Kommt vorbei, sagt, ist ja alles kacke hier. Scheiße, ne? Könnten wir ja was machen. Oh, na, der fliegt eh auf die Sonne zu. Na ja, dann gehen wir wieder. Ja, Moment. Ja, naja, das war ja... ja, ich weiß, alles überspitzt, aber trotzdem. Das ist jetzt sehr überspitzt, dafür dürfte gerne Dislikes geben, was momentan ja sehr gerne gemacht wird. Echt? Ja, wir haben da so ein... ja, wieder diese eine? Ja, wahrscheinlich. ist immer die gleiche Zahl. Es sind immer 3 Ach so. Oder 7. Aber immer gleichbleibend halt. Also es ist immer derselbe Mongo, der halt verschiedene Accounts wahrscheinlich hat und ist okay. Mongo-mäßig abspackt. Also für euch 7 da draußen. Für euch 7. Nur für euch 7. Das war jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, aber ich möchte es einfach so darstellen, weil für mich hat es einfach so gewirkt. Da kommen, keine Ahnung, wie viele 100 Green Lanterns an, die alle, wo jeder an sich mega mächtig ist, die alle zusammen locker Superman aufhalten könnten wahrscheinlich, weil die ja einfach Sachen machen können, die sich keiner vorstellen kann. Und dann sagen sie auch, ich glaube, jetzt machen wir Kaffeepause und wir gehen. Und dann fahren sie wieder heim. Warum? Weil selbst das Licht der Green Lanterns nicht genug Macht hat, um in das Herz eines Sterns zu greifen. Ja, weil Superman reingeflogen ist in den Stern, ja. Deswegen gehen sie wieder. So, somit ist deine anklagende Anklage hiermit definitiv erklärt worden. Nee, warum? Weil vielleicht ist es das Beste, das Virus nicht direkt auszuschalten und wir dürfen nicht riskieren. Also das wird schon ein wenig erklärt, halt, warum sie nicht so eingreifen, wie du es gerne hättest oder dir das gerne erklären würdest. Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Die Menschheit flieht doch eh mit dem Raumschiff. Ja. Warum dann nicht einfach, wenn in unserem Sonnensystem eh kein Schwein lebt und die Menschheit auf der Erde vor die Hunde gegangen lassen wird, warum dann nicht einfach eine Dyson-Sphäre um die Sonne rummachen und Superman in der Sonne einschließen? Dann ist die Sonne jetzt seine Festung der Einsamkeit. Punkt aus. Weil das der Autor halt nicht so vorgesehen hat. Ganz einfach. Ich meine, da muss man halt damit leben, dass der Autor freilich. Das eben nicht so wollte. Freilich, aber ich finde halt einfach, dass das Setting so viel Potenzial hat und irgendwie ist das alles irgendwie in meinen Augen so ein bisschen verschenkt. Was definitiv nicht verschenkt war, sind blutige, geschnetzelte Bilder, die ich hier gerade nochmal durchgehe und mir denke so, ja... Ist schon ganz schön krass gewesen. Ne? Ja, wir haben wenig Zeichnungen gezeigt. Vor allem die Zeichnungen fand ich sehr geil. Oh. Ja, es wird sehr explizit. Ich glaube, ja, wir müssen. Das kann man zeigen, oder? Ja, es sind keine Brüste. Ich denke nicht, dass das Facebook, ja. Hallo Facebook. YouTube uns das sperren wird halt. Das ist sehr explizit. Also es fliegen viel Gedärme, viel Fetzen und viel tote Superhelden haben wir. Ja. Fand ich schon cool. Also im Großen und Ganzen war das auch so meine. Ja, meine Herangehensweise an den Comic war schon das, dass ich mir dachte, okay, pass auf,
Da wird jetzt alles vor die Hunde gehen, alles wird kaputt gehen und am Ende hast du einen brennenden Planeten und das habe ich bekommen halt, fertig. Mehr habe ich gar nicht erwartet. Dass die am Ende da wegfliegen und dass sogar noch welche überleben und so, das habe ich gar nicht erwartet und das kam und ich dachte mir, oh cool, okay. Kann man den Virus ja weitertragen. Nee, also, ne? Ja, ist auch krass gewesen. Im Endeffekt, auf emotionaler Ebene war das natürlich schon belastend, ne? Aber, ja. Aber ich fand's gut. War eine gute Popcorn-Unterhaltung. Mehr habe ich nicht gewollt halt. Okay. Ne? Hat's geschafft. Konnte nicht davon ausgehen, dass du gleich wieder hier ein Wissenschaftswerk wolltest mit Tiefgang. Ja, ein bisschen runterhalten? Genau so, ja. Es wäre halt schön gewesen. Wäre, hätte, könnte, sollte. Man hätte viel tun können. Ja. Konstantin war cool. Ja, Konstantin war cool. Also, da muss ich ja dazu sagen, Konstantin war durchgehend für mich einfach der geilste halt. Der Typ, ey, ohne Scheiß. Ja, das Schöne ist, also in allem, wo ich ihn bisher gesehen habe, wirkt er immer so krass deplatziert irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, auch hier wieder. Ja, weil irgendwie das ganze Magische und sowas irgendwie schon, finde ich, zu den Superhelden irgendwie, das ist deplatziert, oder? Die Magie zu den Superheldenkräften ist immer wie irgendeine andere Ebene. Aber es soll ja auch so sein wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Also wie gesagt, mir hat er taugt. Ich weiß nicht, 24 Euro ist ein Haufen Geld. Ich meine, du kriegst auch einen Haufen Seiten dafür, ne? Du hast viel Material dafür, genau. Aber wenn du... Oh ja, hier, geil. Die Cover fand ich auch gut. Wenn du jetzt nicht drauf stehst und dir nicht sicher bist, ob das was für dich ist, dann ja, nimm eine Leseprobe, ne? Vielleicht. Weil... Ja. Ist schon. Ich mache mal Großaufnahme davon. Ist schon. Weil Joker sieht schon noch gut aus. Ist schon viel Gemetzel halt, ne? Ja, schon geil. Ja, wie gesagt, ist mal was ganz Abgefahrenes. Fand ich schon okay. Okay. Jojo, zum Abschluss diese Bilder. Und bevor wir uns hier ausschweigen. Genau. Damit sagen, verabschieden wir uns. Das war's von uns. Bleibt euch die Haare. Ciao, ciao. Adi.